Soundfile. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Soundfile aus den Amazing Sound Studios. Und wer hätte gedacht, wir wollen mal über Farbe sprechen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich ja früher immer ein gelbes Hemd an hatte. Und dann hatte ich mal ein rotes an. Da hat einer gesagt, ja, das ist ja das gleiche wie das Gelbe, nur in Grün. Nein, in Rot oder wie auch immer. Heute hat es eine ganz komische Farbe. Alles nicht das Thema. Wir reden über Farbe im Sound. Das heißt also, wie kann man Sound färben und vor allem wann oder wo färbt man Sound? Macht man das schon vor der Aufnahme, also bevor man in die DAW geht, oder macht man es hinterher? Wie kann man es machen? Welche Färbungen sind sinnvoll? Und da gucken wir uns doch erstmal an, was macht die Klangquelle eigentlich? Und das ist eigentlich der Schlüssel für alles, was ihr aufnehmen möchtet. Schaut, dass eure Klangquelle bereits perfekt ist. Eine Akustikgitarre klingt in der Regel schon an unterschiedlichen Orten in eurem Aufnahmeraum unterschiedlich. Ich mache sowas immer. Ich sage den Leuten, setz dich mal hier hin, setz dich dahin, setz dich dahin. Hör mir an, wie klingt das auch bei Drums. Die Bassdrum kann sich unterschiedlich verhalten im Raum, wo ihr sie hinstellt. Checkt das als erstes, macht eure Mikrofonie sauber. Schaut, dass das Mikrofon, das interpretiert ja auch schon in dem Moment, wo ihr das Mikrofon auswählt. Nehme ich Kleinmembran, nehme ich Großmembran, nehme ich vielleicht ein Röhrenmikrofon, was auch schon ein bisschen Farbe macht. Und wo stelle ich es hin? Achtet darauf, dass diese Geschichten bereits perfekt sind. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns anschauen, was für Möglichkeiten haben wir denn, den Klang darüber hinaus zu formen und wo liegt der Sinn des Ganzen? Ich habe zum einen die Möglichkeit, Sachen zu komprimieren. Da kann ich natürlich einerseits plump Dynamik einschränken oder ich kann einfach sagen, okay, ich wähle meine Regelzeiten, Attack und Release so, dass bestimmte Elemente einfach betont werden. Der Matze, mein Drummer, hat zum Beispiel mal gesagt, er nimmt häufig mit Kompression seine Overheads auf, um da entsprechend zu laut Snares schon beim Aufnehmen abzufangen, solche Dinge mehr. Man kann auch EQs benutzen, da sollte man vielleicht einfach mal Formanten, also einfach Obertonstrukturen, die das Instrument charakterisieren, die könnte man schon so ein kleines bisschen anheben, zum Beispiel. Und man kann natürlich auch mit Verzerrungen arbeiten. Verzerrung ist ja ein dehnbarer Begriff, das geht bis zu richtig zerstört, aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt einen Röhrenpreamp, der einfach das Obertonspektrum erweitert und dafür sorgt, dass dieses Signal sich einfach im Mix besser durchsetzt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten gesehen, wie man färben kann. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, wann färben wir? Ich sage euch jetzt mein Konzept, wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr unseren Kanal schon länger verfolgt. Wir haben hier ein Stage-Deck-System und dieses System ist vom Frontend her wirklich das Neutralste, was es gibt. Das ist ein Wandler, der noch nicht mal mehr einen Mikrofonvorverstärker braucht. Der setzt also wirklich 1:1 um, was da kommt, hat einen riesigen Dynamikbereich. Und man kann auch sagen, das ist das Stückdraht zwischen Mikrofon und digital. Das heißt, ich benutze im Frontend eigentlich so gut wie nie irgendwelche färbenden Geschichten, sondern ich mache alle Färbungen, die ich machen will, hinterher beim Mischen. Das heißt, ich benutze meine Outboard-Geräte hier, ich benutze zum Teil auch Plugins und solche Sachen. Das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, insbesondere mit Kompressorbearbeitungen. Meiner Meinung nach muss ein Kompressor immer in seiner Einstellung im Mix-Kontext funktionieren. Das heißt, wenn da verschiedene, zum Beispiel bei einem Bass, wenn ich einen Bass komprimiere, so dass der irgendwie schön in seinen Transienten dargestellt wird, kann es passieren, dass wenn die Bassdrum dazukommt und ich die Bassdrum in einer gewissen Art und Weise bearbeitet wird, dass diese Kompression nicht mehr passt. Wenn ich das beim Aufnehmen schon gemacht habe, ist die drauf, die ist irreversibel. Alles, was ich beim Aufnehmen mache, ist hinterher nicht mehr wieder gut zu machen quasi. Und ich habe da auch eine Geschichte vom eben Matze, von meinem Drummer, der auf seine Kompression beim Aufnehmen
mit den Overheads Wert legt und damit auch gute Ergebnisse macht, muss man wirklich sagen. Der hat zum Beispiel auch ein paar tolle API-Preamps, wo er die Drums drüber laufen lässt und damit seinen Sound shaped. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir hatten diesen Neve-Preamp mal hier, als wir hier aufgenommen haben. Und ich habe die Overheads da drüber laufen lassen und habe gesagt, dreh mal hier, dreh mal hier, dreh mal hier. Das für mich beste Ergebnis war, als er ihn rausgenommen hat. Mir hat es viel besser gefallen, weil es viel mehr Klarheit hatte, weil es viel offener geklungen hat für mich. Aber letzten Endes ist es Geschmackssache. Ich kann euch ein weiteres Beispiel geben, was ich sehr faszinierend fand. Und zwar habe ich mal für eine Gerätedemo den lieben Peter Weihe besucht. Wer den Mann nicht kennt, das ist eine der deutschen Studiomusiker-Legenden. Der hat also in den 70er und 80er Jahren ja die größte Zahl der deutschen Produktionen als Gitarrist eingespielt. War damals immer mit einem VW-Bus voller Equipment unterwegs, mit einem Roadie auch, und hat da alles hingefahren in die ganzen großen Studios. Ist inzwischen Professor an der Uni Hannover für Popularmusik. Und der hat ein eigenes Studio zum Gitarrenaufnehmen. Der fährt also nicht mehr rum, sondern der macht die Gitarrenaufnahmen bei sich. Und das war ein faszinierendes Studio. Der hat nämlich tatsächlich außen an seinem Studio natürlich Millionen Gitarren hängen. Dann hat er in der Ecke von seiner Regie einen riesen Reigen von Gitarren-Top-Teilen, die gehen in einen Aufnahmeraum. Das sind genauso viele Boxen. Da hat er eine Speaker-Patch-Bay, wo er jedes Top-Teil in jede Box stecken kann. Und die Boxen sind auch alle immer mikrofoniert, und zwar immer fest. Das wird nie verändert, das ist genau ausgecheckt. Und diese ganzen Mikrofone kommen wieder zurück in die Regie. Da hat er eine weitere Patch-Bay, wo er tausende von verschiedenen Mic-Pres hat, die unterschiedliche Färbungen machen. Er kann also wirklich über Patch-Bays Top-Teil X in Box X mit Mikrofon X und Preamp X kombinieren. Und er weiß ganz genau, mit welcher Gitarre, welchem Preamp und welchem Mikrofon er genau den Sound generiert, der dann bei der jeweiligen Nummer, die vom Kunden geliefert wird, im Mix exakt passt. Und er hat gesagt, er liefert damit Ergebnisse, wo man den Track einfach im Mix reintut und nichts mehr tun muss. Der ist perfekt und der macht das auch so gut. Ich habe das gehört, ich war wirklich ultra begeistert, und das ist genau der andere Ansatz. Es gibt eben Menschen, die so arbeiten, dass sie sagen, ja, ich möchte schon so aufnehmen, dass ich im Mix wirklich nichts mehr zu tun habe. Das kann man machen, das ist legitim, wenn man so viel Erfahrung hat wie der Peter Weihe, der wirklich halt seit mehr als 40 Jahren nichts anderes tut, als Gitarren aufzunehmen und genau weiß, was er macht. Dann ist das sicher ein gangbarer Weg. Leute wie ich habe da einfach zu viel Angst davor. Ich mache es lieber andersrum, ich nehme so clean auf wie möglich und lass mir dadurch in der Nachbearbeitung alle Möglichkeiten offen. Letzten Endes, viele Wege führen nach Rom. Findet eure Arbeitsweise. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Soundfile.